Eine ARD-Radiorecherche Sport zu Hygienetests in drei Stadien ergab gefährliche Keime in deutschen Fußballstadien. Mein sauberes Trinkwasser. Heute Keime im Trinkwasser in Fußballstadien. In den Stadien der Fußball-Bundesliga gibt es zum Teil große Hygieneprobleme. Nach der ARD-Radiorecherche Sport wurden bei Undercover-Untersuchungen in München, Köln und Bremen bei Trinkwasser, Speisen und Getränken Funde gemacht, die nicht nur ekelerregend sind, sondern auch krank machen können. So wurden in Fischbrötchen Fäkalkeime und Eiterbakterien gefunden. In Wrap, Brötchen, Baguette und Döner befanden sich Darmbakterien. Auch in einer Bierprobe wimmelte es nur so von Bakterien. Keime in Trinkwasserproben. In Proben, die aus Wasserhähnen in Herrentoiletten der Allianz Arena und dem Weserstadion genommen wurden, wurden die Grenzwerte für die Gesamtkeimzahl überschritten. In Perlatoren, also Filtern von Wasserhähnen in München, Bremen und Köln, hatte sich dicker, dunkler Schleim gebildet, in dem eine stark erhöhte Bakterienkeimzahl festgestellt wurde. Im Weserstadion sogar potenzielle Krankheitserreger, Staphylokokken. Die Reporter der ARD-Radio-Recherche Sport haben herausgefunden, dass im Laufe der vergangenen Jahre in jedem dritten Bundesliga-Stadion Legionellen im Trinkwasser festgestellt worden waren. Legionellen gehören zu den gefährlichsten Bakterien, die schwere Lungenentzündungen auslösen und sogar tödlich verlaufen können. Die Gefahr, dass Legionellen entstehen, ist in den Fußballstadien besonders groß, weil dort das Wasser in den Leitungen zum Teil über Wochen steht, in der Sommerpause, wenn das Stadion nicht genutzt wird. Selbst in der Saison wird in einigen Stadien nur am Wochenende gespielt. Wenn dann die Duschen aufgedreht werden, können sich die Spieler ganz leicht infizieren, sagt Experte Professor Thomas Kistemann von der Uni Bonn. Einige Stadionbetreiber wie die in Mainz und bei Union Berlin haben deswegen an Wasserhähnen und Duschen Vorrichtungen angebracht, die in kurzen Abständen automatische Spülungen ermöglichen. Der Infektionsweg der Legionellen erfolgt nicht über das Verschlucken des Wassers, sondern über das Aerosol. Das heißt also über die feinen Tröpfchenpartikel, die sich gerade beim Duschen oder im Whirlpool bilden. Und der Spieler, der duscht, atmet die Luft ein. Und mit dem Einatmen der Luft dringen die Aerosolpartikel in seine Lunge. Und dort können sich die Legionellen dann einnisten, vermehren und zur Erkrankung führen. Nach ARD-Recherche Sport wurden in den vergangenen Jahren in 10 der 36 Stadien der Erst- und Zweitligisten der Saison 2016-2017 Legionellen festgestellt. Umdenken und strengere Kontrollen. Die Clubs sollten standardisierte Legionellenkontrollen bei den Spielern einführen, in den Stadien beim Trinkwasser und den Lebensmitteln von sich aus eigene Kontrollen durchführen, das Verkaufspersonal besser schulen und dafür sorgen, dass nur frische Produkte angeboten werden. Außerdem seien die gesetzlichen Vorschriften, wie im Stadion das Wasser kontrolliert und die Ergebnisse dann dem Gesundheitsamt mitgeteilt werden müssen, zu lax. Das Wasser in den Duschen und Wasserhähnen der Stadien wird von Trinkwasser zu kontaminiertem Stagnationswasser, wenn es in den Leitungen länger als 4 Stunden zum Stillstand gekommen ist. Was kann im Stagnationswasser passieren und warum ist es so gefährlich? Im Stagnationswasser kommt es zu mikrobiellen und chemischen Prozessen sowie zur Veränderung von physikalischen Eigenschaften. Es können sich Biofilme bilden, die Brutstätte von Keimen aller Art. Die meisten Bakterien vermehren sich rasend schnell. Viele Arten verdoppeln sich sogar alle 20 Minuten. Das heißt, nach 4 Stunden ist die Anzahl bereits 4096-fach hoch. Laut Umweltbundesamt entstehen daraus gesundheitliche Risiken für den Verbraucher. Zur Kontrolle der Qualität des Trinkwassers ist daher in vielen Fällen gemäß Trinkwasserverordnung eine Legionellenprüfung vorgeschrieben. Welche vorbeugenden Maßnahmen sind möglich? Stillgelegte, tote Leitungen entfernen. Absperrventile und Sicherungsarmaturen verwenden gegen Überdruck und Rückfließen. Leitungen, die selten genutzt werden, mit einem verbrauchsintensiven Endauslass verbinden. Das sind zum Beispiel Spül- oder Waschmaschinen oder meist benutztes WC. Oder auch Zapfställe für die Rasenbewässerung. Einbau eines speziellen Stagnationsfilters bzw. eines automatischen Hygienespülgerätes. Was sollte man immer tun?
Man sollte Stagnationswasser wegen möglicher Keim- und sonstiger Belastungen nicht als Trinkwasser verwenden und erst einmal so lange zum Fließen bringen, bis das frische und merklich kühlere Wasser aus der Leitung kommt. Das gilt analog für Wasser aus einer Warmwasserleitung. Die Aufheizung sollte mindestens 70 Grad Celsius sein und man sollte ebenfalls das Wasser so lange laufen lassen, bis es erstmal mit dieser hohen Temperatur aus dem Hahn kommt, um danach zum Beispiel die richtige Gebrauchstemperatur einzumischen. Das gilt für das Duschen, Baden, Zähneputzen und anderes. Es können Legionellen, die sich im Stagnationswasser befinden, ansonsten durch die Atemwege in die Lunge gelangen und gesundheitliche Schäden verursachen. Fazit: Unter Beachtung der Stagnationszeiten sollte man stets das Wasser vor der Nutzung erst eine Zeit lang ablaufen lassen. Dies gilt für Fußballstadien als auch jeden Morgen im Bad und auch in der Küche. Ebenso ist es nach längerer Abwesenheit am Tage. Man ist am sichersten durch den Einbau von automatischen Spülgeräten, je nach Anzahl der Stichleitungen. Allerdings nützen diese Maßnahmen nur, wenn am Hauptanschluss auch sauberes Trinkwasser ankommt und kein von Stagnationswasser oder anderen Ursachen kontaminiertes Leitungswasser. Grundsätzlich ist daher ein eigenes Trinkwasseraufbereitungssystem zu empfehlen, denn dieses verringert wesentlich die Gefahr der Kontaminierung von Stagnationswasser. Tipp: Für den Leitungsstrang des Trinkwassers zum Trinken und Kochen können wir mit einem einfachen und wirksamen Trinkwasseraufbereitungssystem sichergehen, dass wir keine Keime und Giftstoffe trinken. Eventuelle Kontaminierungen werden dadurch zuverlässig herausgefiltert und abgetötet. Wenn Sie mehr über sauberes Trinkwasser wissen möchten oder über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems, dann abonnieren Sie den YouTube-Kanal Mein sauberes Trinkwasser.